Schatz? Nee. Aber schön. Ist schon schön hier. Um es mit den Worten von Jar Jar Binks aus Star Wars zu sagen. Ich weiß dem... Geschäften, mürrischen alten Piraten und den Geruch von Rum. Dem pausenlosen Krächzen eines Papageis in der Luft. Leute, die ihr Leben leben, weit weg vom Einfluss der Regierung. Ja, also die Witze, die die untereinander haben, wenn die so miteinander quatschen, das ist echt schon cool gemacht von Naughty Dog, muss man einfach sagen. Da haben die sich echt Mühe gegeben, dass es nicht langweilig wird, wenn die beiden so unterwegs sind, auch wenn die nur sowas machen, so Kleinigkeiten, auch hüpfen oder so, so Kletterpassagen, da lassen die auch immer mal einen Spruch. Also ich muss schon sagen, das ist echt Hammer geworden. So, jetzt gehen wir mal oben ins Oberzimmer von der Schmiede. Da wurde auch gehämmert. Okay, da war ganz flach. Was ist das? Jetzt sagt er mir, wo ich hin muss. Ja, ja, klar. Okay, da, ich sag's doch. Aha, hier haben wir noch was zum Antatschen. Und ganz wichtig, das ist jetzt wieder ein Tagebucheintrag. Dafür gibt's wieder einen Punkt im Bonusmenü. Dafür kann man wieder ein Artwork freischalten oder einen Charakter, 3D-Charakter freischalten. Das ist wieder was Wichtiges hier. Da wäre ich... Na, wer war hier oben in der Schmiede? Na, ich war hier oben in der Schmiede. Der Brief ist noch lesbar. Oh, es ist noch lesbar. Wer von euch will denn, dass ich das vorlese? Oder wollt ihr selber lesen? Könnt ihr das erkennen? Ah komm, ich lese mal vor. Vater, zweifellos hast du davon gehört, dass mein Schiff von einem Mann der Ostindien Company zerstört wurde. Ist das nicht auch irgendwie bei Assassin's Creed gewesen? Ich bitte um Vergebung, falls du um mich getrauert hast, aber ich muss die Welt in dem Glauben lassen, dass ich tot bin. Dein Sohn ist aber nicht bloß am Leben und wohlauf. Du wirst sicher erfreut sein zu hören, dass ich mein Kapitänsamt niedergelegt habe. Ich versuche mein Glück nicht länger als Dieb. Stattdessen habe ich mich gemeinsam mit meinen tapferen Freibeutermannschaft Gleichgesinnten angeschlossen, um für die Freiheit einzutreten. Wir gründen eine Kolonie, in der jeder als gleich und frei angesehen wird, sowie tun und lassen kann, was er will. Ich habe mich dazu entschlossen, auf den Feldern und mit dem Vieh zu arbeiten, was dich sicherlich amüsiert. Es ruft in mir jedoch eine Zufriedenheit hervor, wie ich sie von zu Hause nicht kenne. Ja, Bauer, ist klar. Zufriedenheit. Wir haben doch keine Playstation. Vorerst muss unser Aufenthaltsort geheim bleiben. Ich hoffe aber, dass du eines Tages herkommen kannst, um zu sehen, was wir erreicht haben. Eine Gesellschaft, die frei von jener ungerechten Unterwerfung ist, die du stillschweigend akzeptierst. Christopher. Okay, das war doch mal ein netter Brief an den Papa. Und damit haben wir wieder einen Eintrag mehr in unserem Notizbuch. So, jetzt sagt das Spiel langsam, geh mal dahin, ne, zu dem Pfeil. Du guckst schon viel zu viel herum. Das Spiel drängelt mich schon weiterzumachen, also jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt versuchen wir da auch mal hinzukommen. Ich glaube, wir haben hier schon ziemlich viel gefunden, also... Ah? Hier in dem Seitenweg war ich noch nicht, oder? Doch, klar, hier muss ich mehr lang. Dann gehen wir jetzt mal da hinten hin, wo es durch die Küche gerade ging. Und gucken, wie es jetzt weitergeht. Das ist der einzige Weg, wo produktiv noch was weitergehen kann. Na, Moment. Aber hier unter dem, in dem Kamin oder so, könnte ja auch noch was sein, ne? Oben, unten. Oben, unten. Wo könnte jetzt ein Schatz sein? Gehen wir zuerst hoch. Ach, geht ja gar nicht höher. Dann hier. So. So, wenn wir hier drüber sind, ist bestimmt vorbei. Hier entlang. Mir nach. Mir nach. Tschakka. Okay. Karten gibt's hier auch. Aha, automatischer Schleichmodus. Da oben geht's nicht weiter. Hi, Dr. Stuhlcreme. Scheint den Tunnel durchzugehen. Was? Dr. Stuhlcreme. Ihr habt so lustige Namen. Ich liebe es, wenn hier die Zuschauer reinschauen mit so hey, lustigen Sam, Namen. Hey, Sam, komm her. Das kann was sein. Hinter dir. Ist ja so selten, dass sowas einstürzt, damit man nicht zurückgehen kann.
Den Mechanismus habe ich ja noch nie in einem Spiel gesehen. Das war doch klar. So, jetzt in meinem Keller. Sieht aus wie eine Art Versteck. Aber vor wem sollten sie sich verstecken? Vor sich selbst? Da, eine Map. Jetzt haben wir endlich eine Minimap. Irgendwann, ich wusste, dass wir irgendwann in die Ecke und eine Minimap kriegen. Jetzt kriegen wir eine Minimap. Endlich. Mit den Schätzen eingezeichnet, mit einem Mod für die Schätze vorher zu sehen, wie in Destinations, also wie in Elder Scrolls Online und so. Sieh dir das an. Sieht aus wie der Grundriss des Handelsbezirks. Ja, und... Bang, da ist unser Schatzhaus. Hier ist der Turm. Was hatten die Kerle vor? Was hatten die Kerle vor? Die Minimap läuft immer noch nicht. Das ist voll der Bug im Spiel. Wir haben immer noch keine Minimap. Ja, da hast du auf jeden Fall den richtigen gewählt. Ich glaube, den hat keiner. Übrigens, wenn ihr mal den Y-Spot ausprobieren wollt, ob mein Y-Spot auch Follower zählt, dann braucht ihr nur auf Follow zu drücken. Dann sagt der Chat vielleicht sogar, dass ihr Follower geworden seid. Das wäre total cool, wenn ihr das mal ausprobieren würdet. Ich bettel gerade um Follower, kann das sein? Ach, da oben geht's weiter. Gut, wir gucken mal gerade, wo es jetzt hingeht. Das ist eine richtige Mine hier unten. Heftig. Aber wo geht's jetzt lang? Ha! Da! Blink, blink! Jawohl! Der nächste Schatz. Und diesmal haben wir eine bemalte Kupferflasche gefunden. Sehr schön. Das ist immer das Gemeinste, wenn man... das Gemeinste, genau. Wenn man links und rechts gehen kann. Mensch, Sam. Wisst ihr, hier bei dem Spiel ist mir das schon so oft passiert, dass ich gesagt habe, Man Sam. Statt zu sagen, Mann Sam. Nee. Dass man links und rechts gehen kann, ne? Das ist immer ganz gemein. Da weiß man nie, welchen man zuerst gehen sollte, damit man den Schatz findet. So. Jetzt wird's interessant. Eine Statue. Kerzen. Wir kommen in eine Kirche. Särge. Ziemlich viele Särge hier. Hey, danke, Dr. Schuhcreme. Ich habe einen neuen Follower. Yeah. Es funktioniert. Sehr gut. Die Follower-Anzeige klappt. Hier kommen wir raus. Da geht es eher rein irgendwo darunter. Ja, wir gehen aber mal runter. Und tschack. Ja, okay, dann mal los. Ja, sind wir mal gespannt, wo wir da unten jetzt landen. Ich sehe Licht da unten. Ich sehe auch Licht im Tunnel. So, ui, ui, ui. Da geht es aber ziemlich weit runter. Und jetzt? Moment, ich muss mal kurz mal hier hochklettern, oder? What? Hä? Ich wollte eigentlich an das Brett springen, da lässt er einfach das Seil los. Okay, jetzt genau das hatte ich vor. So in etwa hatte ich das vor. Gut. Da geht's jetzt weiter. Oh oh. Sind ja jetzt wieder einige, ne? Jetzt kommt mal wieder so eine richtige fiese Passage. Und da sind richtig viele diesmal. Wie die uns nicht sehen sollen, das frage ich mich gerade. Ich bin nicht so wirklich der Schleicher-Profi. Sonst würde ich Nachtschatten in Rollenspielen spielen. Aber ich spiele eher so den Magier. Der macht eigentlich immer Bumm. Na, probieren wir es mal mit. Na, kletter hoch, schnell, bevor der wegläuft. Nein, nicht durch die Tür, du Doof. Da. Jetzt haben die mich gesehen und den wollte ich eigentlich erwischen. Naja, wenigstens einen. Oh! Was ist mit dir denn? Der hängt an mir! Okay. Okay. Das hatte ich auch noch nicht.
Aber ich habe eine schöne goldene Maschinenpistole hier. Ja. Die ich umsonst habe. Jawoll. Ich mache mal mit den Granaten hier. Vielleicht funktioniert's. Jawoll. Schöne goldene Flair. Ja, besser auch. Oh. Nein. So. Was ist das denn? Das nehmen wir auch. Das ist auch schön. Wow. Der immer so K.O. geht, wenn er dann irgendwie mal fällt. Eieiei, super, was da ist. Komm. Versuch mich mal weiter zu verstecken. Alles klar. Jetzt natürlich nicht verstecken. Hier rüber. So, also hier im Gemüse sehen sie mich jetzt erstmal nicht. Dann beruhigen sie sich erstmal wieder. Ach, guck mal hier. Jetzt wird's cool. Dann nehmen wir hier mal die Uzi mit. Dann geht die Luzi ab. Oh, der ist hart. Boah. Aber jetzt noch so ein... Habt ihr gehört? Das hat richtig geknackt. Mann, oh Mann. So, habe ich jetzt einen Granatenwerfer oder habe ich jetzt eine Pistole? Was ist das jetzt? Auf jeden Fall kann ich von hier aus schwingen. Schwingen. Okay. Ich muss gerade mal gucken, wie ich jetzt am besten reinkomme. Ach, Sam zeigt mir so ein bisschen, wo es lang geht. Was ist das? Das müsste entweder eine Schrotflinte oder eine Granate sein oder so. Ich will jetzt nicht schießen, wo gerade keiner da ist, ne? Das ist das Problem. Ich glaube, das ist eine Schrotflinte. Die Patronen sehen aus wie Schrotflinte. Probieren wir mal hier an dem aus. Hey, dann Alter, war knapp. Jetzt habe ich eine goldene, das ist eine Magnum. Die macht richtig Bam. One shoot kill. Aber wir haben gerade keinen Gegner. Ja, wo steckst du, Arschloch? Sieht jetzt gut aus. Was hab ich denn für eine Ach, die ist schon. Ja, das ist blöd. Da muss ich näher dran sein, das ist nichts. Na komm. Das sind immer die Besten, die sich nicht trauen auszuprobieren. Die sich nicht trauen zu sterben. Echt. Habt ihr so viel Munition wie möglich? Das war bestimmt nicht der Letzte. Suchen die uns oder den Schatz? Die ich Rave kenne, beides. Jo, das war's schon. Hat ja gar nicht wehgetan. Bin ich eigentlich gestorben? Ich glaube nicht, ne? Perfect Victory war das. Ja, nur einmal an dem Seil am Anfang, aber das war doch ein guter Kampf. Locker flockig, alle niedergemäht. Einmal waren wir kurz vom Exitus. Der reiche Kerl hatte recht.
Zeit für eine ordentliche Bezahlung. Wie? Noch immer nicht fertig? Mann, Mann, Mann. Oh Mann. Nathan, gepanzerter Kerl! Ja, gepanzerter Kerl, gerade das Fenster hat jetzt ab. Super. Oh, da sind noch mehr von denen. Ich hab gedacht, ich hab's geschafft. Ich hab's gefunden! Oh, Scheiße! Schrotflinte, Vorsicht! Ich hab nicht gesehen, woher das jetzt kam. Das kam nicht von denen, die da hinten mit dem Laser geschützt waren. Die waren irgendwo schon hier bei mir oder so. Das war jetzt sehr unangenehm. Aber ich hab nicht gesehen, wo der Gegner herkam. Ich muss ehrlich sagen, ich war gerade etwas überrascht, dass da einer war. Ja, was jetzt? Jetzt ist keiner mehr da. Waren die doch gerade. Achso, man muss da oben in dem Raum sein, damit es überhaupt weitergeht. Na toll. Dann gehe ich jetzt wieder hoch. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Diesmal mit ein bisschen mehr Deckung. Spielen wir mal Deckungsshooter. Mist, noch mehr Schorleiter. Ja, Zeit für eine ordentliche Bezahlung. Oder Sharpshooter. Sniper. Hinter der Kiste. Oh shit. Oh. Hui, da kommt er. Der war das eben schuld. Da ist er. Moves Gewehr. Ah. Och, Menno! Mist, noch mehr Schorleiter. Da kommt der rein und genau dann ist der rein der. Ich hab sie hier! Ich bin in der Kiste! Das wird ein Spaß! Oh. Ein Zügel mit Körperpanzer! In die Juwelen. Komm her, du! Lass schon mal nach, ne? Man kann ja nicht wissen, was passiert. Da kommt er wieder. Nein! Ich sag, ich lade schon mal nach. Und dann steht er im Raum. Puff! Das gibt's nicht. Ich baller den jetzt als erstes weg. Das ist mir zu doof hier. Wie schnell der hier reinkam gerade. Wo ist er denn jetzt? Jetzt kommt er natürlich nicht. Wisst ihr? Es ist doch manchmal crazy. Hier! Wir sind hier drüben! Hinter der Kiste! Los geht's! Nein! Scharfschütze! Ich hab einen Panzer! Da ist er. Jetzt aber. Schau, bitte, treff ihn. Ey, was hält denn auf, Mensch? Jawohl, das war's. Ich spiele im ersten Durchgang. Siehst du noch welche? Oder sind wir sicher? Wir sind sicher. Alles klar? Ja, nur etwas außer Atem. Ich spiele im ersten Durchgang die mittlere Schwierigkeitsstufe. Also nicht die einfachen, aber auch nicht extrem schwer, weil ich will im ersten Durchgang ein bisschen suchen und so erkunden und alles Mögliche schaffen. Und im zweiten Durchgang will ich dann auf extrem schwer halt mich nur ums Kämpfen kümmern und mich nicht mehr so um die ganze Suche und so kümmern müssen. Wow. Hier ist aber irgendwas kaputt gegangen, oder? So, schaffen wir bis da drüben. Ja, komm, noch einen machen wir. Jawohl. Sehr schön. Wir haben's.
Und gibt's noch eine Shoreline Party? Okay. Ich glaube, jetzt haben wir den Hauptkampf geschafft. Wir gucken noch mal ganz kurz hier unten in dem Turm. Das sieht immer sehr interessant aus, weil sonst müsste man ja hier gar nicht hin, ne? Wenn es hier keinen Schatz gäbe oder so. Oh, es geht noch eine Etage tiefer. Nee. Schade. Hätte aber sein können, ne? Also, das müsst ihr jetzt aber zugeben. Das hätte sein können. So, jetzt gehen wir mal ganz hoch mit der Leiter. Weil da könnte ja auch noch was sein. Und dann gehen wir dann, wie gesagt, weiter. Ja. Wir dürften alles haben. Wenn nicht, dann nicht. So. Wo müssen wir hin? So viele kleine Gänge und Flure. Ja, da geht's weiter. Gucken wir nochmal hier im Keller. Da ist wieder was. Jawohl, wieder ein Tagebucheintrag. Sehr schön. Och, wieder zu lesen. Und das so klein geschrieben. Ich kann gar nichts erkennen. Franklin, vergib mir. Ich habe es gestern Abend in der Gegenwart unserer Familie nicht gewagt, dieses Thema anzusprechen. Ich wollte ihnen keinen Kummer bereiten. Seit einigen Tagen habe ich meinen Cousin Jack nicht mehr gesehen und gehofft, du weißt vielleicht, wo er sich aufhält. Im Gefängnis habe ich ihn bereits in den Einfriedungen und Zellen nachgeschaut. Was? Okay. Wäre nicht das erste Mal, dass man ihn dort in Gewahrsam hätte. Fand aber nur die üblichen Trunkenbolde vor. Ich bin mir sicher, dass ihm etwas zugestoßen ist, aber niemand traut sich darüber zu sprechen. Ich sage es ganz offen. Ich fürchte, es hat etwas mit dem Treffen unter der Kirche zu tun, an denen ihr beide zu jenem Halbmond teilnehmt. Zu jedem Halbmond. Ein Treffen, okay. Sind das Werwölfe? Nee, das wäre der Vollmond. Sie sind ein offenes Geheimnis. Und wenn ich davon weiß, ist es gewiss, dass die Gründer auch Kenntnis davon haben. Ich bitte dich inständig, sag es mir, falls du irgendetwas gehört haben solltest. Matthew. Okay, das ist hier ein Brief, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Irgendeiner ist verschwunden, aber warum, weshalb, wieso? Genau. Wie, der, die, das, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt doof. Wir gehen hier weiter. Schatz war es nicht, aber ein Tagebucheintrag. Das war mal äußerst knapp. Boah, ist das ein Kapitel doof. Oder wir haben schon... Ich glaube, wir sind schon in Kapitel 14, ne? Oder wie war das? Mit 13 habe ich angefangen heute. Wir sind schon in Kapitel 14. Also, noch 10 Minütchen oder so mache ich. Außer vorher steht da schon Kapitel 15, weil bei Kapitel 15 hören wir auf. Dann hören wir auf, ne? Ja, ich muss echt da an diesen kleinen Mast springen. Über diesen tiefen Abgrund. Die wollen mich doch jetzt wohl wirklich... Guckt mal da hinten, die Häuser, ey. Das ist ja heftig. Wie die da alle am Abgrund hängen. Ich glaube, die sind fluchtartig geflogen, weil es ein Erdbeben gab. Würde ich jetzt mal annehmen. Also von wegen die Pferde da gelassen und sowas. Ich glaube, hier gab es ein Erdbeben oder sowas. Okay, ich weiß es nicht. Ich spiele es das erste Mal. Also von daher... Na los, Sam! Ist das Ding stabil? So stabil wie alles andere hier. Oh, okay, also... Nein. Als ist ja gut, ist ja gut. Komm schon. Genau, es ist nicht stabil, aber wir hängen uns zu zweit an. Ist klar. Anstatt dass die warten. Okay. War da schon mal auf dem Kletterparcours, also real-life-mäßig. Es ist so anstrengend, sich nur mit Armen zu bewegen. What? Och nö. Können wir nicht da unten in dem See jetzt einfach mal was schwimmen gehen und Pause machen? Ah, was ein Stress. Ich werd alt. Okay.
da leuchtet was. Das holen wir uns mal. Mal gucken, was ist. Ja, eine Steinschloss. Damit habe ich schon geschossen. Die ist blöd. Die macht nicht genug Nachladezeiten und sowas. Die habe ich schon in Schottland benutzt. Da lag die in der Höhle. So. Wir versuchen jetzt einfach mal wieder ein bisschen durch die Gegend zu schleichen. Könnten ja eigentlich auch eine Assassin's Creed Kutte hier einbauen, ne? So, wenn die schon Monkey Island hier Guybrush Threepwood dabei haben. Bei so viel Schleicheinlagen. So, versuchen wir mal hier hochzuklettern. So, jetzt haben wir schon. Jetzt da an das Ding. Oh. Jawohl. Und jetzt alle runterreißen, die man so sieht. Oh ja, hier ist ja richtig viel los. Da, da haben wir einen. So, kann man pfeifen? Ah ne, auch wieder falsches Spiel, ne? Ich habe immer gute Einfälle, die man hier in das Spiel noch einbauen könnte, würde ich sagen. Und tschüss. Ha, kick it, baby. What? Also, da muss doch jetzt jeder von euch sagen, automatisch, wenn Sam... diesmal auch nicht gemacht. Ich dachte, der hält sich dann immer fest automatisch. Hey, habt ihr sowas schon mal gemacht? Nee. Regierungen gestürzt. Körper geplündert. Das ist anders. Nur fliegen ist schöner. Sehr schön. Einen haben wir schon mal erledigt. Jetzt haben wir wenigstens schon mal eine sehr exponierte Position hier oben. Eine sehr übersichtliche Position. Exponiert heißt ja schlecht, ne? Dann exponiert heißt, man kann mich gut sehen und ist daher gefährdet. Ich meinte eher eine übersichtliche Position. Wir müssen da an das Ding. Attacke! Oh. Ist ja eher Tarzan, ne? Okay, Männer, bleibt wachsam. Halten wir hier alles schön sauber für die Chefin. Schön sauber, Alter. Müsst aber noch ein bisschen was Staub saugen. Jetzt guck mal weg, du. Wunderbar. Elber. Okay. Ich hab einen Stress. Gerade was. Was ist los? Was ist los? Nichts. Alles gut. Alles, was nicht fest ist. Gar nicht so ein großer Flug, ne? Was? Auf nach unten! Mach mir schnell! Elender Versuch, Arschloch! Mach nach Arschloch! Boah! Zusammen. Nein! Oh Mensch, immer diese blöden, schrotflinten, fetten Typen da. Warum fällt er mir gerade vor die Füße? In den Raum, wo ich gehe. Tschüss. So, hast du dir verdient. Mensch, bin ich aggro. Jetzt gibt's hier keine Gnade mehr. Wiederkommen. Ist das verwandelt oder was hier?
hab ihm die Rüstung weggesprengt, da stand nur noch ein Ego. Nein! Das gibt's doch nicht! Ich hab so die Arschkarte mit diesem Typen. Oh, jetzt geht doch nochmal mein Charter-Connect los, wo du die Multiplayer-Sachen mit freischaltest. Da muss ich jetzt auch wieder die Schatten werfen. So. Es gibt eine kostenlose Uncharted-App übrigens. Drake's Fortune oder so heißt die. Damit könnt ihr dann immer Sachen freischalten für den Multiplayer-Modus. Wenn ihr die auf euer Handy lädt und dann euer PSN-Account damit verbindet und so. Falls ihr es noch nicht kennt. Konnte ja sein. Okay, ich glaube, hier haben wir jetzt auch den Kampf schon wieder geschafft. Nee, da unten ist er noch. Drake, ich krieg hier gleich Hetz. Schätzelei. Ach komm, wir machen halt wieder hier auf die harte Tour. Komm, jetzt Bomb und dann runterfallen. Nein, er ist nur umgefallen, nicht runtergefallen. Hab dich, komm! Jawohl. Das war's. Ja. Fürs Erste. Gehen wir mal weiter. Jo. Super. Das war wieder mal ein Bereich clear. Da war was. Da kann man was machen. Komm, Sam. Put, 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 put. Na los. Fertig? Fertig. Na gut. Danke. Boah. Es sieht ja so geil aus da, ne? Da ist der... Boah. Es sieht auch geil aus. Hammer. Echt cool. Okay. Ja. Ich würde sagen, mit dieser schönen Aussicht hier und mit diesem tollen, mit dieser tollen Bucht dort und diesem riesigen schönen Berg machen wir für heute mal Schluss. Ich finde es auf jeden Fall super, dass ihr zugeschaut habt und würde mich freuen, wenn ihr dann irgendwann wieder einschaltet, wenn ich hier wieder online gehe. Ihr könnt mir auch gerne ein Follow da lassen und dann kriegt ihr auch immer mit, wenn ich online gehe. Ab und zu wird hier auch Elder Scrolls gespielt oder The Division oder Doom auf dem Stream. Und ja, dann würde ich sagen, euch noch eine schöne Nacht und bis demnächst. Macht's gut. Bye, bye.